Zuerst einmal sei gesagt, die Bosskämpfe in Elden Ring sind wirklich fantastisch. Sie machen mega viel Spaß, sie haben super coole Movesets und es ist eine tolle Erfahrung. So ein Cheese könnte euch die Experience etwas versauen. Wenn ihr allerdings so gar nicht an diesem Boss weiterkommt oder ihr einfach Spaß habt daran, solche Strategien, Cheeses auszuprobieren, dann erkläre ich euch hier, wie das funktioniert. Bei dieser Version von Mook handelt es sich übrigens nicht um die abgeschwächte Version, die ihr im Brunnen unter der Hauptstadt findet, beziehungsweise in der Kanalisation unter der Hauptstadt oder den Katakomben ganz weit unten, sondern um eine viel stärkere Version, die sich im Untergrund befindet, an einem Ort, an den ihr durch eine längere Questline kommt. Dazu habe ich euch auch ein Video vorbereitet. Und ja, diese Version hat es definitiv etwas mehr in sich, macht sehr viel Blutungsschaden und einige Attacken sind sehr schwer zu handeln. Wenn ihr nicht ein richtig gutes Setup habt oder eben sehr gut gelevelt oder darauf vorbereitet seid, wird dieser Kampf auch mit Hilfe mit anderen Leuten im Multiplayer etwas schwieriger als das, was ihr vielleicht bis jetzt encountert habt. So, genug gequatscht, wir wollen aber wissen, wie wir diesen Boss nun cheesen können. Das Ganze machen wir, indem wir die Arena betreten, auf einem anderen Weg als durch das Nebeltor. Das bewirkt, dass die KI des Gegners nicht lädt, ähnlich wie beim Watcher Skip in Dark Souls 3. Und am besten machen wir das, indem wir über diese Grabsteine hüpfen. Für den letzten Sprung brauchen wir allerdings eine ganz besondere Mechanik, die jetzt nicht wirklich schwer zu lernen ist. Ich erkläre euch kurz, wie das geht. Wir wollen aus dem Stand heraus so springen, als würden wir aus dem Sprint heraus springen, um eine größere Distanz zurückzulegen. Dafür brauchen wir ein Item, welches wir in dieser Arena nicht nutzen können. Das wäre jetzt hier zum Beispiel unser Pferd. Und in der Animation, während wir eben sehen, oh, ich kann das gar nicht nutzen, in dieser Animation müssen wir anfangen zu sprinten, vorwärts zu drücken und direkt nach der Animation zu springen. Dadurch können wir aus dem Stand heraus eben so springen, als würden wir sprinten. Das Ganze erfordert etwas Gefühl fürs Timing. Macht es am besten mal am Boden ein wenig üben, an welchem Punkt ihr genau anfangen müsst zu sprinten und vorwärts zu drücken und wann ihr genau springen müsst. Aber das ist eigentlich schon der ganze Zauber dahinter. Also einfach nur genau abwarten, bis die Animation, dieses am Arsch kratzen, bis das endet, dann sprinten und dann direkt springen. That's it. Viel Spaß beim Cheese und wie gesagt, wenn ihr die richtige Experience wollt, dann macht den Boss so. Macht ihn zur Not später, aber falls ihr es mal ausprobieren wollt, noch bevor es gepatcht wird, viel Spaß beim Cheesen.